Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Industriegebiet, wo der Straßenbau bereits abgeschlossen ist und jetzt die Erschließungsflächen durch eine Terrassierung einer besseren Bebauung zugeführt werden müssen. Die große Herausforderung hier ist eine sehr starke Anlage und ein sehr bewegtes Gelände und die Aufnahme sehr schwierig ist. Die größte Herausforderung von dem Projekt ist sicherlich vom Fliegerischen her, dass wir in einem laufenden Betrieb vermessen. Das heißt, es ist ein Industriegebiet, was beflogen wird, ein recht großes Gebiet. Das heißt, wir haben große Flächen, die zu vermessen sind, 5,5–6 Hektar. Das eignet sich für die Drohne sehr gut und da wird die Drohne dann eingesetzt, dass man entsprechend im laufenden Betrieb die Vermessung durchführen kann. Die größte Herausforderung dieses Projekts ist der Umgang mit Millionen von Punktdaten, die aus diesen Drohnenaufmaßen herrühren. Zur flächenmäßigen Aufnahme des Geländes haben wir uns dann entschieden, das System von Microdrones mit dem Namen MD-Mapper 1000 PPK AAS zu benutzen. Der große Vorteil hier ist, wir haben wenig Vegetation, also brauchen wir kein Leitergerät. Wir haben große Flächen, die wir auch via Foto auch dokumentieren möchten. Und ja, da bietet sich unser PPK-System sehr gut an. Das gewünschte Ergebnis dieses Projekts ist die einfache und effiziente Erstellung von Geländemodellen. Das Spannendste an dieser Arbeit ist der Zeitgewinn im Vergleich zur terrestrischen Aufnahmemethode. Das Spannende an dieser Arbeit ist das Zusammenspiel der sehr intensiven Technik und hochauflösenden Technik, die Aufnahme des Geländes in der Örtlichkeit, die Weiterverarbeitung der Daten im Büro und das Ergebnis des dreidimensionalen Geländemodells, um daraus weitere Planungsarbeiten zu realisieren. Die Herausforderung an dieser Arbeit ist sicherlich, dass wir mit der Drohne im laufenden Betrieb fliegen. Das heißt, es ist kein Raum für Fehler und ja, das Einspielen mit allen Beteiligten, aber auch mit Passanten, dann mit den einzelnen Firmen, das ist sicherlich was ganz Spannendes. Und dann natürlich, sobald die Drohne in die Luft geht und anfängt, die Arbeit durchzuführen, das ist dann der ganz schöne Moment. Und wenn sie gelandet ist, ist es auch schön.